Vor welchen finanzpolitischen Herausforderungen stehen wir derzeit konkret? Ich glaube, die drei wichtigsten Punkte finanzpolitisch für das Jahr 2011 sind mehr Gerechtigkeit. Hier ist uns mit der Wertpapierzuwachsbesteuerung, der sogenannten Spekulationssteuer, ein wichtiger Schritt gelungen, aber da gehört auch noch die Finanztransaktionssteuer dazu und generell die Verlagerung von Arbeit zu Kapital. Der zweite wichtige Punkt ist sicherlich, die richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen. Das heißt, mehr Regulierung der Finanzmärkte, ein Bankeninsolvenzrecht, eine europäische Aufsicht, eine Aufsicht mit BIS, die auch reguliert, Ratingagenturen, Hedgefonds, Private Equity und alles, was in diesem Bereich dazugehört. Und der dritte Punkt ist sicherlich, alles zu tun, um Wirtschaftswachstum zu unterstützen, um zu schauen, dass es wieder mehr Arbeitsplätze gibt, dass es Beschäftigung gibt. Denn das ist der Garant für mehr Wohlstand und letztlich auch für gesunde Staatsfinanzen.